Das Schlosshotel Mailberg befindet sich inmitten der niederösterreichischen Weinbauregion des Weinviertels, knapp eine Stunde nördlich von Wien. Als Gäste in den Genießerzimmern des Hotels werden wir überaus fürstlich empfangen und haben gar drei Wünsche frei. Dazu zählen ein Picknick zum E-Bike-Ausflug, ein Glas Marmelade zum Mit-nach-Hause-Nehmen sowie eine Spezialtour durch das Schloss des Malteser Ritterordens. Diese Räumlichkeiten sind ideal für Veranstaltungen, für Sommerfeste oder Hochzeiten. Das Schlosshotel Mailberg organisiert zusätzliche Aktivitäten wie Radfahren, Riedenwanderungen, Weinverkostungen oder eine Fahrt mit dem Oldtimer-Traktor durch die umliegenden Weinberge. Das Frühstück ist ein besonderer Genuss hier. Gestärkt mit regionalen Speisen starten wir in den Tag. Vorsicht, jetzt wird es ein bisschen laut. Hier fahren wir mit dem Oldtimer-Traktor mitten durch den Weinort Mailberg und erkunden wunderschöne Plätze inmitten der Weinberge. Dazu zählen Orte, die wir andernfalls gar nicht gefunden hätten. Einer davon überrascht uns zudem mit dem sogenannten Weinbrunnen, aus dem man seinen eigenen Wein heben kann. Die Traktorsafari kostet 15 Euro pro Person und dauert ca. 2 Stunden. Wir sagen Prost! Mittags speisen wir im Restaurant Retzbacher Hof, welcher zu den Top-Betrieben der niederösterreichischen Wirtshauskultur zählt. Das Restaurant verwendet ausschließlich regionale und saisonale Produkte bei der Zubereitung seiner Speisen und garantiert uns wahre Gaumenfreuden. Zurück im Schlosshotel Mailberg sind wir an einer Weinverkostung der Winzer des Mailberg Valley eingeladen. Die Weine hier im nördlichen Weinviertel profitieren von der geschützten Lage des Weinortes Mailberg und können ihr fruchtiges Aroma optimal entfalten. Während der Sommermonate genießen wir unser Abendessen direkt im weitläufigen Hof des Schlosshotel Mailberg. Die Qualität der Speisen beeindruckt uns schon wie beim Frühstück. Und dank unserer Weinverkostung wissen wir nun auch, welche Weine zu den entsprechenden Gängen passen. Die Windmühle in Retz ist eine der letzten Windmühlen in Österreich, die nach wie vor in Betrieb ist. Sie ist schon über 150 Jahre alt. Auch heute noch kommt die Mühle in bestimmten Fällen zum Einsatz. Führungen finden jeden Tag zwischen 11 und 17 Uhr statt und werden auch in mehreren Sprachen angeboten. Im Anschluss an die Führung gibt es ein gutes Glas Wein sowie frisch gebackenes Brot zum Kosten. In der Weinstadt Retz empfehlen wir den Besuch des Weinschlössl-Restaurants, das köstliche und leichte Sommergerichte zaubert. Im Anschluss an unser Mittagessen empfiehlt sich der Besuch des Erlebniskellers in Retz. Er gehört zu den größten Weinkellern in ganz Österreich und reicht auf 21 Kilometern Länge bis zu 30 Meter tief in die Erde. Der Boden enthält hier viel Feuchtigkeit und bewahrt seine konstante Kellertemperatur von etwa 12 Grad das ganze Jahr hindurch. Dies sind perfekte Lagerbedingungen für die Weinfässer der Region. Die Veranstaltungsreihe Tafeln im Weinviertel zählt zu den bedeutendsten Gourmet-Veranstaltungen Niederösterreichs und findet jedes Jahr zwischen Juni und August statt. Die besten Köche der Region verwöhnen uns hier entlang einer gemeinsamen Gourmet-Tafel und zelebrieren mit uns die Hochkultur des guten Geschmacks. Es ist schon etwas ganz Besonderes, in der Weingärten am Schlossweingut Graf Hardegg im Weinort Seefeld-Kardolz Platz zu nehmen. Alle Gerichte entlang der Tafel im Weinviertel werden ausschließlich unter Verwendung regionaler Zutaten serviert. Und selbstverständlich darf der eine oder andere gute Tropfen Wein nicht fehlen, wie wir bei dieser Kellerführung lernen.